Liebe Gäste, wir begrüßen Sie auf das allerherzigste. Wir, die Poppers, hier wieder live beim Sommerfest der Freiheitlichen. Hey, der Frage, sind Sie alle gut drauf? Ja! Ja, wunderbar, das Wetter passt schon mal wieder, wunderbar. So, jetzt haben wir noch einen gemütlichen Titel und dann geht's gleich wieder flott weiter. On the Blueberry Hill. Und natürlich auch für euch, liebe Gäste, I am from Austria. Immer früh, hab immer's schon vergessen.
Thank you.
Dankeschön. So, lieber Wolfgang. Ja, meine Damen, meine Herren, liebe Freunde, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen beim bereits traditionellen Sommerfest der Leopoldstädter Freiheitlichen. Ich habe extra jetzt heute noch einmal nachgeschaut. Es ist das 15. in der Art, also ein ganz kleines Jubiläum. Und ich möchte mich, so wie die 14 anderen Male, auch natürlich zunächst einmal ganz herzlich bedanken beim Hausherrn hier, beim da. Ist er gerade beim Thomas Mähler. Herzlichen Dank dafür, dass wir alle Jahre so nett und toll bei dir aufgenommen werden und einen wunderschönen Abend verbringen dürfen. Ja, liebe Freunde, auch dir, lieber Roland, herzlichen Dank dafür, dass du uns seit einigen Jahren bereits musikalisch durch den Abend begleitest. Seit 5 Seegrad ausgezeichnet. Du hast es immer toll gemacht und ich weiß, auch das wird heute wieder eine perfekte, tolle Geschichte. Ja, liebe Freunde, ich möchte nicht allzu lang reden. Aus dem Grund habe ich mir den Zettel mitgenommen, aber keine Angst, der ist nicht voll gefüllt mit irgendwas, was ich jetzt politisch erzählen werde. Wir werden gerade bei uns im Bezirk sehr viel in nächster Zeit Gelegenheit haben. Ich möchte mich nur bedanken bei all jenen, die heute noch zusätzlich gekommen sind. Beginnen gleich einmal mit dem Clubobmann, dem freiheitlichen Clubobmann im Rathaus. Herzlich willkommen, Landtagsabgeordneter Dominik Knepp. Dann möchte ich ganz herzlich begrüßen die Landtagsabgeordnete Lisa Frühmesser in unserer Mitte. Herzlich willkommen. Dann herzlich willkommen aus dem 22. Bezirk die Landtagsabgeordnete Angela Schütz. Herzlich willkommen. Den Landtagsabgeordneten aus Benzing aus dem 14. Bezirk. Herzlich willkommen Armin Blind. Und den Landtagsabgeordneten aus dem 18. Bezirk. Herzlich willkommen Ingenieur Udo Guckenbichler. Liebe Freunde, stellvertretend für alle Bezirksmandatare möchte ich meinen Clubobmann ganz herzlich in unserer Runde begrüßen. Herzlich willkommen, Franz Lindenbauer. Ja, liebe Freunde, ihr werdet es wahrscheinlich heute auch alle schon mitbekommen haben. Heute um Punkt 12 Uhr war ein ganz, ganz wichtiger Tag. Die Demokratie hat heute in Wien und in ganz Österreich zum zweiten Mal in ganz kurzer Zeit gewonnen. Vor 16 Tagen musste der Verfassungsgerichtshof die Wahl im zweiten Bezirk aufheben. Heute österreichweit die Wahl des Bundespräsidenten. Liebe Freunde, wir werden im Herbst noch einmal die Möglichkeit haben, beide Wahlgänge durchzuführen. Ich freue mich jetzt schon drauf, denn das werden wirklich Wahlgänge werden und Wahlkämpfe vor allem vorab, die es unter Garantie auch in sich haben werden. Wir Freiheitlichen haben beide Wahlen, wie gesagt, angefochten. Bei beiden Wahlen haben wir Recht bekommen. Die Demokratie, wie gesagt, hat heute ein zweites Mal gewonnen innerhalb ganz kurzer Zeit. Darauf kann man aufbauen. Und aus dem Grund, liebe Freunde, möchte ich jetzt nicht großartig viel weiter erzählen, sondern ich glaube, ihr wollt genau das, was auch ich ganz gerne haben möchte, dass du, lieber Roland, jetzt weiter uns musikalisch durch den Abend begleitest. Liebe Freunde, einen wunderschönen Abend und noch einmal herzlich willkommen bei uns in der Leopoldstadt. Thank you.
Spitze. Jawohl, Spitze! Sie schwatzen und schwarzen, dann holen sie sich um. Oh yeah! Doch bunte Kremkorte und Bienenstichung. Oh yeah! Sie pusten und bürsten, was geht nichts mehr ein. Doch am Morgen kommt wenigstens der Morgen muss sein. Mit Zahlen. Wir machen es nochmal. Sie treffen sich täglich um Viertel nach drei. Oh yeah. Am Stammtisch in Eck in der Gonne drei. Oh yeah. Und blasen zum Schluss auf das Kuchenbuffet. Was Schwarzwälder gilt es und am Zahlen ist es. Bitte bezahlen. Weine nicht, wenn der Regen fährt. Da. Es gibt einen, der zu dir hält.
Stand as a short right for. Thank you.
Ja, weil er durchbringt mir um. Ja, weil er
wie Jesus komme und. Ja, weil er so erschreckt mir um. Ja, weil er so erschreckt mir um. Ja, weil er so erschreckt mir um. Ich hoffe, wie Jesus komme und. Dankeschön. Das war die Frische, ja. Hey, so muss ich die Hände alles krass spielen, abwärts. Aber um die Kluft, die sich stand, hey. Das ist unsere Macht, die uns freilich gemacht. Oh, oh. Ich schließe meine Augen, lösche jedes Amor. Küsse auf der Haut, so wie ein liebes Tattoo. Oh, zwischen uns auch ist, immer wieder wie vergisst, und dein Blick hat ihn gezeigt, das ist unsere Zeit. So, die Freunde, mit alle! Atemlos durch die Nacht, bis ein neuer Tag gerannt. Atemlos, einfach aus, deine Augen ziehen mir aus. Mit uns macht atemlos, schwindelfrei, großes Kino für uns zwei. Atemlos, durch die Nacht ist ein neuer Tag gewacht. Atemlos, einfach aus, deine Augen ziehen mir aus. Atemlos, durch die Nacht, wie was lieben. Ich singe ein Lied für dich und dann freust du mich, magst mit mir tanzen gehen. Ich glaub, ich stehe auf dich. Ich singe ein Lied für dich und kann die Sterne sehen, die auf mich verknallt in dich. Oh la la la, so ein schöner Tag. Oh la la la, war hier in der Hof. Oh la la la, so ein schöner Tag. Der Himmel hat mich ein Engel drauf. Und dann folgst du mir, kommst mit mir tanzen, geh. Ich glaub, ich stehe auf dich, ich seh ein Lied wie mich. Und kann die Sterne und sehen, wie ob ich verkleut in dir. So, Freunde, ein Stern, der deinen Namen trägt. Ein Stern. Thank you.
den ganzen Tag. Im Wirtshaus trieb ich immer an, der Rasko, was dazu. Er ist so reich, er ist so gut, er kennt die ganze Welt. In Wirklichkeit ist er ein Samba, hohen Stab und Dorfen. Das Lisse wird in meine Augen, nein, ich bock ja nicht. Ole! Zwick, zwick, immer nicht dran. Das darf nicht vorsehen, wo sind wir da dran? Zwick, zwick, als wurscht wohin. Ich kann's nicht klar, oh, ich lach's auf. Es ist wohl, es ist wohl. Die Jugend hat kein Ideal, kein Sinn für ohne Werte. Den jungen Leuten geht's zu gut, sie kennen keine Härte. So reden wir die nur im Arsch, kein Spürgen, nehmen wir wackeln dann. Noch ganz klar, dann pensioniert man. Kurz ein echtes Surbezahn. Zwick, zwick, ey, man ist dran. Es darf nicht wahr sein, wo sind wir dann? Zwick, zwick, ganz wurscht wohin. Ich kann sein Gott, hab ich auch gesagt von mir. Oh, ich hab da hilft kein Zwick. Meine Damen und Herren, er ist doch noch gekommen. Herzlich willkommen unseren Vizebürgermeister hier aus Wien, Magister Johann Gutinus. Herzlich willkommen unter uns. Liebe Freunde, in der Zwischenzeit, seitdem ich die Eröffnung gemacht habe, sind noch drei honorige Personen gekommen, die ich ebenfalls natürlich begrüßen möchte. Zu Beginn die Chefin im Bundesrat, herzlich willkommen, Monika Mühlwert. Dann herzlich willkommen unseren Neonationalratsabgeordneten, der ehemalige Stadtrat, herzlich willkommen David Lassar aus dem 21. Bezirk. Und last but not least, bevor ich dem Joshi ganz kurz das Mikrofon gebe, herzlich willkommen Wolfi Irschig, der da hinten steht. Ja, lieber Joshi, gib dir ganz kurz das Mikrofon und freue mich schon auf deine Worte. Danke nochmal fürs Kommen. Danke, lieber Wolfgang, lieber Bezirksparteiobmann, liebe Freunde. Danke für die Einladung heute zu euch. Heute ist ein großer Tag für uns alle, nicht nur für die FPÖ, für Österreich. Ein Sieg der Demokratie, ein Sieg der Rechtsstaatlichkeit, liebe Freunde. Und man sieht, Recht muss Recht bleiben. Ich kann mich erinnern im Jänner, wie unser Parteiobmann H.T. Strache wieder mal den richtigen Riecher gehabt hat, den Norbert Hofer zu kandidieren für diese Wahl, für den Präsidenten. Ja. Gut, dann haben wir uns gedacht, sollen wir den kandidieren? Machen wir das? Machen wir es nicht? Es war die richtige Entscheidung vom H.T. Strache. Man sieht, unser Obmann hat den richtigen Riecher und der Norbert Hofer war genau und ist genau der Richtige, liebe Freunde. Dann kam der erste Wahlgang. Niemand hätte damit gerechnet, dass wir 35% bekommen und mit Abstand mit Norbert Hofer Nummer 1 sind in die Stichwahl. Und dann kam die Stichwahl und ein knappes Ergebnis. Ja,
Aber erst am Montag, Van der Bellen liegt knapp vorne. Wir haben beeinsprucht mit guten Anwälten, Kanzlei Böhmdorfer, und haben Recht bekommen, liebe Freunde. Es geht darum, dass einfach das Vertrauen in die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit erhalten bleiben muss. Und dafür haben wir gesorgt, liebe Freunde. Das ist gut so. Wir Freiheitliche stehen zur Verfassung, stehen zu den Grundrechten, stehen zum Wahlrecht und stehen zur Rechtsstaatlichkeit. So ist das, liebe Freunde. Das ist unser Programm. Und ich möchte jetzt eure Geduld nicht so sehr auf die Probe stellen, aber noch ein Satz. Gestern wurde festgestellt, dass der Drahtzieher von dem Anschlag in Istanbul, ein gewisser Ahmet Chatayev, ist mit aufrechten Asylstatus in Österreich. Und daran sieht man eins, das ganze Asylrecht ist eine große Lüge und eine Farce, liebe Freunde. Damit müssen wir aufräumen, liebe Freunde. Und wir Freiheitliche sind am richtigen Weg. Ich wünsche einen schönen Sommer, aber bald geht's wieder in den Wahlkampf. Für unseren Norbert Hofer, liebe Freunde. Danke.